Das gab. Ah ja. Du zeigst jetzt mal unseren Zuschauern deine Lieblings-Lifehacks, die du im Camper hast. Lifehacks wie so Solarpanel und Soaki oder so ein Schmarrn? Nee, nicht sowas. Mehr sowas Einfaches, Lifehacks. Okay. Wo du sagst, okay, das muss man dabei haben. Hast du mich ja erstmal schön erwischt, so typisch deutsch, ne? In Assi-Shorts und hier mit Badeschluppen. Freue ich mich ja schon wieder. Ne? Lifehacks, Katastrophe. Messer zählt auch? Nee. Ja, Messer hat. Wer ohne Messer wegfährt, der hat sowieso was falsch gemacht. Der hat sowieso verloren grundsätzlich. Ja? Lifehacks. Okay, gut. Ja, keine Ahnung. Box grundsätzlich wichtig. UE Boom, Ultimate Ears. Haben wir, glaube ich, mit deiner gestern auch. Na, gestern? Vorgestern? Ja, die letzten drei Tage. Die letzten drei Tage. Da stecke ich meine auch gleich mal wieder an. Also ein super geiles Teil, macht echt einen guten Sound. Also kann man überhaupt nichts sagen. Einmal hier noch vom Ausbau mit viel schönen Sägespäne drin. Das ist super, super toll. Die wird gleich angesteckt. Also die ist wirklich zu empfehlen und die ist auch wirklich so ein Lifehack, wo ich sagen würde, da kannst du stundenlang Musik hören mit diesem kleinen Ding. Die hast du ja auch. Ja, und wir tun die ja immer im Wechselladen quasi. Also wenn deine dann leer ist, ist meine quasi dann gleich aufgeladen. Ja? Du hast jetzt über Nacht geladen. Aber das UE Boom nur zu empfehlen, also auch super einfach zur Bedienung, macht super geilen Sound und auch mega lang. Ja? Und nicht teuer. 50 Euro roundabout. Ja, ich glaube, ich habe auch sowas gezahlt. Ich glaube, so 58 habe ich irgendwie gezahlt oder sowas. Genau. Ja, Lifehack, was noch? Oder was will ich noch nicht wegfahren? Ja, Kackstuhl, ne? Ja. Ohne Kackstuhl fährst du halt auch nicht raus. Sekunde. Kann man machen, ist aber eher so schwierig, würde ich sagen. Waldläufermäßig, ne? Der ist bei mir hier unten drin. Also ich habe hier, das ist einfach quasi nur so ein Gestell, ist total easy. Gestell. Dann hat man hier noch so Tüten dabei, die kann man auch nachkaufen, alle möglichen. Ich glaube, du hast ziemlich geile gefunden, ja? Die, wo man jetzt auch im Supermarkt dann kaufen kann. Also man braucht auf jeden Fall nicht die originalen Reißfest halt, ne? Ja, genau, Reißfest und mindestens 50 Liter. Wird ja auch was rein, gell? Dann kommt ja auch was rein, ne? So, das kommt dann hier einfach hier drüber und dann kommt das Teil hier drauf. Und dann kann man schmettern. Das, der Witz dabei ist, hier auf dem Campingplatz ist natürlich totaler Blödsinn, braucht kein Mensch. Ne? Es braucht hier kein Mensch. Also hier geh 3 Meter vor. Wenn du nach links schwenkst, da vorne ist das Sanitätshaus. Ja? Überhaupt kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel jetzt frei steht und keine Toilette hat, ist es relativ geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich benutze das auch hier vorne, stelle ich mir den auch zwischen Bett und Vorderwand stelle ich mir den hin. Und da wird dann geböllert. Ja. Da braucht nicht viel Platz. Zeig doch mal kurz. Ja, mach mal das hin. Ich baue gleich ab und dann zeige ich, wo ich den auch drin habe. Aber das funktioniert echt gut. Also natürlich ist das Ding hier, das ist wieder oben. Halt. Ah! Sekunde. Jetzt. Hier haben wir die Klappe wieder. So. Ja. Ich schicke mal kurz hier hin. Das geht natürlich runter. Hast dir Zeit, das schneiden wir alles raus. Ja, mindestens. Und dann steht er hier und ich hocke da. Mein Klopapier liegt immer auf der Kühlbox, richtig schön lecker. Ja? Und setz dich mal. Ich setz mich auch mal, kein Problem. Ja, also hier sitzt er dann, der Kollege, und dann schmettert er. Dann macht er sich noch hoch, kann er sich festhalten und dann kann er richtig kräftig. Stark! Warte hier vor. Naja, kann ich ja noch am Handy rumpimmeln oder sonst irgendwas, dann wird hier rausgeknüllert. Kannst du dir bitte noch so Haltegriffe dran? Ach, so Haltegriffe zum Aufstehen, also so alt Oma. Nee, zum Eihackeln. Eine Hand ist immer hier oben und die andere ist am Latten. So, bam! Geschmettert. Ja. Bam! Nee, also habe ich schon. Habe ich auch schon oft benutzt. Ganz praktisch ist es, wenn man in der Stadt steht. In der Stadt kannst du ja nicht rauskommen und irgendwo ins Gebüsch und gleich loskacken. Ja?
eher schwierig. Ja, also würde ich nicht machen. Also das ist super geil, verbraucht sehr, sehr wenig Platz und kann man gut filmen. Also hier steht auch, ne? Dann hocke ich hier so ganz gemütlich. Arsch abwischen, ich habe immer oben, dann komme ich auch gut hin. So. Also das funktioniert echt gut. Mai und die Tüte, der Camper danach bitte gut lüften, sonst schwierig. Ja? Sonst setzt sich das in die Matratze und dann wird es ja nicht so gut. Und den habe ich auch hier vorne unten drin. Aber das werde ich jetzt hier nicht, ja, das baue ich nachher ab. Ohne was fahre ich noch nicht weg? Oh, ich weiß. Mein Lämpchen. Ich habe, es gibt ja furchtbar viele Lampen. Ja? Also 10.000 verschiedene Lampen. Hatten wir auch schon im Gebrauch. Wir hatten was mit Batterie, wir hatten was zum Aufziehen. Das ist meine Ersatzlampe, die ist noch unten drin zum Aufziehen. Aber diese Lampe hier, jetzt mal ganz ehrlich, diese Lampe, Pat, ist die schon jemals ausgegangen? Nee. Nee. Und wir haben die teilweise 10 Stunden laufen gehabt. Diese Lampe ist oberkrass, vor allem auch keine Batterien. Schließ unten einfach, kannst du über USB, Mini-USB laden. An, sieht man jetzt schlecht, mache ich nachher nochmal, vielleicht schneide ich das zwischen rein. Stellen Sie doch vielleicht mal auch ein kleines Bildchen. Das auch mal machen. Ja, so. Ah, super. Ja, super. Und dann, wenn man lang drauf drückt, wird das Ding dunkler. Nochmal lang drauf drückt, wird es heller. Wenn man doppelt schnell drückt, dann ändert es die Farbe. Also, und das ist halt auch keine Knöpfe und kein Zeug dran. Das ist halt einfach nur das eine oben. Wenn man das mal raus hat, ist das ganz schnell passiert. Und die Akkulaufzeit von dieser Lampe ist halt einfach pervers. Es ist einfach echt krass. Und die macht nicht dieses weiße Licht, was sagt Elli immer, die macht schönes Licht. Ja, die macht halt schönes Licht, so ein Licht, ein relativ angenehmes Licht. Also es blendet auch nicht in der Nacht oder sonst irgendwas. Das ist auch schon ziemlich geil. Also wie gesagt, werden wir alles verlinken unten? Ja, schon. Ja. Wir verlinken mal alles, was wir so haben. Natürlich, ohne Messer geht man natürlich auch nicht aus dem Haus. Also hier jetzt Isula, wie vorhin schon erwähnt, auch immer am Mann, auch an der Badeshort. Ja? Völlig egal. Also was mache ich noch nicht? Hab ich noch irgendwas, wo ich sage? Also das waren schon mal drei ziemlich krasse Sachen. Das lädt, ist gut. Ja, Gewebeplane, ne? Ja. Ja, bist du halt das ist unfair, da. Das ist unsere Gewebeplane. Das ist unsere Gewebeplane. Ja, stimmt, die haben wir zusammen gekauft, die liegt halt bei mir im Camper. Und Gewebeplane geht immer. Also hier jetzt in Formation Schildkröte aufgebaut. Ja. Hat uns gestern auch den Arsch gerettet. Also wir stehen ja in Italien am Meer und wir haben uns Richtung Meer, also hinter den Campern, da hinten ist es Meer. Und der Wind kommt ja immer vom Meer und da haben wir die Schildkröte drüber geschmissen. Super. Hat gestern ein Gewitter gehabt, gestürmt. Gehen wir mal rum. Eigentlich ganz gut und wie man sieht, also hier vorne geht es dann zum Meer, hinterm Zaun ist gleich das Meer. Das ist praktisch, wenn der Zaun noch vorm Strand ist, gell? Das haben sie hier richtig geil gemacht. Das haben sie richtig gut gemacht, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ja? Super. Aber so sieht die Sache halt richtig krass aus und die sind auch einfach nur mit naja, so Abspannseilen fürs Zelt, haben wir die an den Felgen festgemacht und zwischendrin gespannt. Und eine Gewebeplane, diese ganzen Zellstoffe, was du kriegst oder sonst irgendwas, das weicht halt auch einfach irgendwann durch. Scheißegal, wie hoch die Wassersäule ist, ist die Zeit lang genug, wird das Ding nass. Das ist halt bei der Gewebeplane, das ist halt so ein Plastikteil, geht gar nichts. Und 50 Euro, ne, wie viel haben wir gezahlt? 50. 50 Euro, gell? Und zwar 4 mal 8 Meter, ja? Auch ziemlich geil und doppelt, also die ist ja innen außen silber, innen schwarz, die ist doppelt beschichtet quasi, ich zeig's hier mal ganz kurz. Mega dick. Mega dick, mega gut, also das ist echt, da passiert gar nichts. Ja, also gestern hatten wir ja auch Gewitter und da hat's auch wirklich geblasen, da war auch wirklich Wind und das ist auch so ein mega Lifehack und in verschiedensten Formationen auch alleine einfach übers Auto drüber geworfen, auf der Gegenseite in den Felgen eingehängt und vorne ein paar Heringe rein, so wie wir es jetzt hier unten auch haben. Und dann ist man auch alleine gut aufgestellt und bei uns natürlich endkrass. 3 Meter die Autos auseinander, zwischendrin gespannt, innen drin, wetterfest, absolut wetterfest, 12 Quadratmeter, nee mehr. Wir haben 4 Meter mal 3, doch 12 Quadratmeter. Super klasse, mega schnell aufgebaut, mega schnell abgerissen. Da bauen andere, ja, wenn der andere sein Pavillon aufgebaut hat, haben wir schon eine halbe Zeltstadt. Und die zerlegt sie halt nicht, die Pavillons schon.
Die Pavillons fliegen halt auch weg. Ja? Das passiert hier halt nicht, weil, zweimal 2,5 Tonnen als Gewicht, links und rechts an der Gewebeplane dran, da passiert überhaupt nichts. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mein Allzeitbegleiter, das C war, aber das ist ja wohl, glaube ich... Lass ich nicht gelten. Lass du nicht gelten, aber es ist halt so Standard, ja? Egal ob er Teller abspülen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das wäre so das, wo ich sage, also die Box, die Lampe, was hatte ich noch, den Kackstuhl? Ja. Und die Gewebeplane. Ja. Das sind so die 4 Sachen, da wo ich sage, die benutze 3,5. Ich. 3,5, wieso? Ja, weil die. Ja, die Gewebeplane. Ja, okay, gut. Ja, das wären so die Sachen, die wo ich halt auch wirklich dabei habe. Ja, und die, wo ich jeden Tag eigentlich benutze. Gut, die Gewebeplane. Wir reißen sie eigentlich schon immer auf. Ne? Ja. Weil das ist halt in 10 Minuten ist das halt passiert. Ja. Ja, fertig. Das sind so die Sachen, die ich wirklich immer benutze. Messer nicht vergessen, zählt auch nicht, weil wer um den Messer rausgeht, ist sowieso schwierig. Ja, das war's eigentlich. Jetzt ist es allerdings so, dass du mich ja überfallen hast und jetzt mach ich die Nummer andersrum. Ja? Hätte man jetzt sich denken du, können. Jetzt darfst du nämlich auch gleich. Na gut, einmal mitkommen. Box darf ich nicht? Nee, habe ich gemacht. Ist verboten. Schön unter die Schildkröte. Hier übrigens nochmal mit einem Pfosten kurz. Schön dunkel. Okay, dann nehme ich einmal. Mega episch den Toaster. Den Toaster Grill? Ja. Ganz ehrlich, 10 Euro. Und zusammenklappen. Und dann auf den Campingkocher draufstellen. Und hier die Scheiben Toast rein. Wie funktioniert die Scheiße? Stell mal kurz drauf. Ich meine, wir kennen es ja, aber. Ha! Jetzt, da sieht man halt, wenn man nichts plant im Video, ne, dann muss man ein bisschen. Die Bar nicht auf. Ja, die Bar hätte ich noch aufreißen müssen, stimmt denn eigentlich? Ja, genau. Ja, jetzt ist dann eh Mittag, jetzt wird dann eh der erste aufgeschlürt, ne? Ja. Ja. So. Also, drauf damit. Toast rein. Ja, jetzt gibt's auch noch einen Toast. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Gibt's gleich Sandwich? Ohne Toast würde ich auch nicht wegfahren. Ja, Toast zählt aber auch nicht. Ne? Ist auch kein Lifehack. Toast hat auch irgendwie jeder dabei. Toast gut für Burger, Toast gut für Frühstück, Toast gut für... Tauben füttern. Ah ja. Zack, bumm. Ah ja, und dann schmeißt du das an und dann... Ja, ich kenn's ja, aber es ist ziemlich... Ja, machen wir gleich. Ich hab eh Bock auf einen Tomatensalat. Da werde ich ein bisschen... Ja, du musst ja die. Du hast du noch ein paar Sachen zum Zeigen oder bist du jetzt schon fertig mit deinem Lifehack? Ja? Das war's jetzt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Dann. Handtuch wird schwierig zum Verlinken, sage ich euch gleich, weil das ist schon ein. Sehr gut. Das ist ein uraltes. Das habe ich jetzt bestimmt schon seit 12 Jahren und immer beim Campen dabei, auch früher bei den Motorradtouren etc. Das Geile an den Dingern ist, die haben ein ultra kleines Packmaß. Die sind wahnsinnig weich und die trocknen wahnsinnig schnell. Das heißt, auch wenn du nach dem Duschen kommst und es ist total nass, dann legst du, kannst es auch im Auto aufhängen, bis es ratzfatz fertig ist. Definition von wahnsinnig schnell? Ungefähr? Das kommt natürlich immer drauf an, aber länger als irgendwie 15 Minuten irgendwie am Armaturenbrett, wenn da die Sonne drauf knallt, sowieso nicht, auch wenn das nass ist. Das sehr ist geil. Richtig gut. Die Dinger gibt es auch noch für Leute, die es noch weicher brauchen, in 1 dicker, ja, dann haben sie auch mehr Packmaß, und in 1 dünner für die unsere Ultra Light Speed Ace and Speed Hiking Leute, die auf den Mount Everest gehen oder keine Ahnung. Die sind aber nicht so flaunchig. Ja. Muss man dazu sagen. Also ich finde das mittlere Ding am besten, da müsst ihr einfach mal schauen. Mikrofaserhandtuch, Amazon gibt es genügend, wir verlinken euch 1, 2, die ungefähr so sind wie das. Aber das ist, wie gesagt, das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Sehr geil, den Link werde ich dann auch gleich nutzen. Ich glaube, so einen Teil hole ich mir auch mal. Kann ich mir empfehlen. Dann, kleiner Lifehack nebenbei, die Bio-Seife, die haben wir auch beide von Amazon, ne? Ja. Die benutze ich jetzt seit einem Jahr. 70 Übernachtungen ungefähr, wird fast immer benutzt, damit spülen wir ab.
Damit duschen wir uns auch hier auf dem Campingplatz, wo wir jedes nehmen können. Aber ich packe ja nicht noch ein zweites mit rein. Ich nehme das auch, wenn ich mal auf dem Campingplatz bin. Weil es reicht ewig, auch wenn es teurer ist. Ich meine, um die 20 Euro hält aber ewig. Und du kannst dich in der Natur waschen und verseuchst nichts. Genau. Apropos, gerade hier Lifehack, also wirklich benutzt hier im... es sieht es ein bisschen milchig, da ist es drin. Ja, immer so einen kleinen Abwaschbottich. Weil dreckiges Geschirr geht gar nicht. Hast du noch was, oder? Ja. Nee, echt? Ja, das ist zwar jetzt nichts, was ich benutze, im eigentlichen Sinne. Naja, aber im Entferntesten erleichtert es dein Leben ja auch enorm. Und zwar einmal das Enders Potter Potty. Ins Enders Potter Potty. Ist immer sauber, gehört ja auch Elli. Ja. Nein. Das ist halt super, gerade wenn man zu zweit verreist und die Mädels tun sich halt doch schwer, mal schnell irgendwie einen kleinen Baum zu finden, wo sie sich verstecken können und da einfach Camper zu, Pipi machen, fertig aus. Und wenn man das auch nur dafür benutzt, für alles andere gibt es ja den Stuhl, ja, den Klappstuhl mit Tüte, aber wenn man da nur eben reinpinkelt, dann ist das eine super Sache. Das stinkt überhaupt nicht. Wir haben jetzt hier auch Biozeug drin, damit man es auch in der normalen Entsorgung rein in die normale Toilette oder Gulli oder irgendwas reinkippen kann. Das sollte man ja mit dieser Chemiebombe eigentlich nicht machen. Dafür gibt es ja extra Entsorgungsstationen. Ja. Also auch so ein Bioschmarrn rein. Und dann ist das eine super Nummer. Da ist eine Spülung dabei, da kann man richtig spülen. Zeig mal. Das habe ich noch nie gesehen. Ellie, zeig mir das ja immer nicht. Ah ja. Ja. Ah ja, okay. Und dann macht man hier unten auf. Das sollte man übrigens zuerst machen, bevor man pumpt. Ah ja. Ja. Verkackt. Okay, gut. Nicht so schlimm. Kostenpunkt? 60 Euro. Ist ja auch eher geschenkt. Lohnt ne? sich aber, weil gerade wenn man mal einen ganzen Abend unterwegs ist, die Mädels müssen immer aufs Klo und für die ist es halt auch einfach nicht so schön, auf die versifften öffentlichen Toiletten drauf zu gehen, muss man halt ehrlich sagen. Ja, wir haben es da leicht, aber das Ding schlür ich wirklich gerne mit. Ja, das erleichtert also dein Leben enorm. Genau. Ja. So, habe ich noch was? Kaffee-Oma. Kaffee-Oma geht auch immer, ist aber auch kein richtiger Leifer irgendwie, ne? Genauso ähnlich wie Karabinerhaken. Karabinerhaken muss auch jeder mitnehmen. Wo ist die Oma? Da ist die Oma. 2 Euro, Kaffeefilter rein, heißes Wasser oben drauf, Kaffee kommt unten raus und schmeckt. Und schmeckt. Und wenn man keine Kaffeefilter dabei hat, nimmt man den Allrounder, das Zewa. Kann man machen. Das ist nicht gewusst, funktioniert genauso wie Kaffeefilter. Ja, Oberkram. Ja. Ich glaube. Sonst so richtig krasse Sachen. Wie so Rookie und so, da machen wir extra Video. Aber das sind so die kleinen Sachen, die wo wir mitgenommen haben und die halt jetzt halt eigentlich immer dabei sind. Ne? Die sich halt einfach beweisen. Genau. Und ja, die beweisen und die du täglich benutzt. Ja. Und wo man halt vielleicht nicht immer dran denkt. Genau. Okay, gut. Ja, überfallsmäßig, Real-Life-Video. Ich weiß jetzt auch nicht, wie jetzt das hier gerade im Bildausschnitt aussieht, ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine kurze Spontanaktion. Genau. Und war eigentlich ganz lustig, ne? War schon lustig. Schön drückeln. Okay, gut. Dann sagen wir jetzt mal von den Camping Cowboys aus Italien, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.